Vor mehr als 100 Jahren wurden um das Stadtgebiet Berlins zahlreiche kleine Schienenbusbahnen gebaut, darunter auch die bekannteste, die Reinickendorf-Liebenwalde-Groß-Schönebeck-Eisenbahn AG. Dem Volksmund war die Bezeichnung jedoch viel zu kompliziert und so wurde die Bahn schlicht in Heidekrautbahn umgetauft. Und so heißt sie auch noch heute. Die Bahn verbindet die Schorfheide sowie zahlreiche Gemeinden und die Landkreise Barnim und Oberhavel mit Berlin. Sie fährt auf zwei verschiedenen Strecken, von Berlin-Karow nach Wensickendorf bzw. nach Groß-Schönebeck. Endstation Groß-Schönebeck. Der Ort wird auch das Tor zur Schorfheide genannt und ist ein idealer Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Schorfheide. Hier beginnen wir unseren Exkurs in die Geschichte und Gegenwart der Heidekrautbahn. Auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes der Niederbarnimer Eisenbahn, NEB, in Basdorf steht das Heidekrautbahnmuseum. Seit 1997 betreibt hier der Förderverein Heidekrautbahn akribische Traditionspflege. Der Förderverein Heidekrautbahn, der hat ca. 30 Mitglieder und das sind Angestellte, Betriebseisenbahner, dann auch Kaufleute, jedenfalls alle möglichen Branchen, die eben eine Vorliebe oder eine Schwäche für die Heidekrautbahn haben, eine persönliche Schwäche. Dieser Raum ist eine Nachbildung von einem Dienstraum, wie er auf Nebenbahnstrecken üblich war, mit einem Schreibtisch, mit einem alten Kohleofen und mit der Hebelbank, wo der Fahrdienstleiter die Züge mit leiten konnte. Das Foto zeigt den Oberlokführer Johannes Schönewald, der den Eröffnungszug auf der Heidekrautbahn 1901 nach Groß-Schönebeck führte. Mai 1901. Die Berliner waren glücklich, dass sie am Wochenende hinaus ins Grüne konnten. Mit der Heidekrautbahn dauerte es nicht mal eine Stunde, bis man in Basdorf, Liebenwalde oder Groß-Schönebeck war und Landluft schnuppern konnte. Die Heidekrautbahn fuhr auch während des Zweiten Weltkriegs. Da wurden hier viele Hamsterfahrten der Berliner durchgeführt. Und dann hatte sie auch eine strategisch wichtige Aufgabe. Und zwar waren hier beispielsweise die brandenburgischen Motorenwerke hier mitten im Wald. Und die waren ja für die damalige Zeit von äußerster Wichtigkeit. Mit dem Mauerbau wurde die durchgehende Linie der Heidekrautbahn gekappt. Sie verkehrte nur noch vom Ostteil Berlins ins Brandenburger Umland. Kein Zug fährt mehr nach Basdorf. Arbeitstrupps reißen jetzt die alten Bahnhofsgebäude ab. Die Signalanlagen waren bereits in den vergangenen Tagen demontiert worden. Die Heidekrautbahn war früher sehr beliebt. Übers Wochenende fuhr man mit ihr nach dem Norden in die Schorfheide, zum Wandlitzsee oder zum Werbelinsee. 1950 war die alte Privatbahnlinie der Ostzonalen Reichsbahn unterstellt worden. Werte Reisende am Bahnsteigstuhl, hat Einfahrt der Nahverkehrszug von Berlin-Karow zur Weiterfahrt nach Groß-Schönebeck. Heidekrautbahn. Hinter diesem Namen verbirgt sich für viele Berliner ein Stück Nostalgie. Nach dem Mauerfall erinnerten sich viele an ihre frühere geliebte Ausflugsbahn. Der Verein, die Berliner Eisenbahnfreunde, gegründet im früheren Westberlin, organisiert seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig Sonderfahrten auf der Heidekrautbahn, die regen Zuspruch finden. Dreh- und Angelpunkt der Heidekrautbahn ist Basdorf. Das ehemalige Bahnbetriebswerk bildet den Grundstein des Heidekrautbahnmuseums. Die Berliner Eisenbahnfreunde kümmern sich hier um die Erhaltung historischer Eisenbahnfahrzeuge. Zwei Dampf- und 7 Dieselloks, Triebwagen und ungefähr 30 Personen- und Güterwagen zählen zu den Schätzen, die in dem alten Lokschuppen verborgen sind.
Der rote, auf Hochglanz polierte Schienenbus wartet auf seinen Einsatz zur Ostersonderfahrt, einer von vielen Höhepunkten im Vereinsleben. Der Lokschuppen in Basdorf ist ein Paradies für jeden Mann, der noch immer den Kindertraum vom Lokführer träumt. Eine fahrtüchtige Dampflok hat die Heidekrautbahn im Moment nicht vorzuweisen, aber dazu später. Wir fahren nach Wensickendorf. Der Ort liegt, umgeben von Wald, Wiesen und Äckern, in der Oranienburger Heide und ist Endhaltestelle der kürzeren Heidekrautbahnstrecke. Er gehört zum Landkreis Oberhavel. Von Wensickendorf ist es nicht weit bis ins Briesetal oder zum Sumter See, beides beliebte Ausflugsziele. Früher fuhr die Heidekrautbahn von hier aus weiter bis nach Liebenwalde. Aber diese Trasse ist seit einigen Jahren stillgelegt. Ein Ärgernis für die Berliner Eisenbahnfreunde, die lange um die Wiederbelebung der Strecke gekämpft haben. Nur noch am Wochenende geht es hinter dem roten Sperrschild weiter. Dann fährt der Regionalverkehr zum Bauernmarkt nach Schmachtenhagen. Aber mit Veränderungen muss man klarkommen. Und vieles hat sich auch zum Positiven geändert im Laufe der Jahre. Zum Beispiel die Züge. Der Triebwagen GTW 646 ist ein kleines Schmuckstück. Er verfügt über ca. 70 Sitzplätze und ist behindertengerecht ausgestattet. Im Stundentakt verkehren die Züge der Heidekrautbahn auf den Strecken zwischen Berlin-Karow und Wensickendorf bzw. Groß-Schönebeck. An der Sicherheit auf der Strecke wird bis heute gearbeitet. Früher kippte schon mal die eine oder andere Lok aus den Schienen. In der Berliner Zeitung Der Montag vom 28. April 1930 war zu lesen, auf der Strecke Reinickendorf-Wandlitz ereignete sich am Sonntagvormittag bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Basdorf ein Unfall. Zwei Wagen, die mit Berliner Ausflüglern voll besetzt waren, entgleisten infolge falscher Weichenstellung. Der eine von ihnen kippte um. 15 Personen wurden verletzt. Ein Hilfszug war bald zur Stelle und beförderte die Passagiere des verunglückten Zuges weiter. Die Direktion und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen eingeleitet. Leider ereignen sich auch immer wieder Unglücksfälle an unbeschrankten Bahnübergängen, wie hier vor einigen Jahren. Eine Familie aus Hamburg geriet aus ungeklärten Gründen bei guter Sicht auf die Schienen und wurde von einem Regionalzug erfasst. Das jüngste Kind der Familie starb bei diesem Unfall. Die Niederbarnimer Eisenbahn unternimmt große Anstrengungen, um die Strecke weiter zu sichern. Der Verkehr wurde beschleunigt und viele früher unbeschrankte Bahnübergänge wurden durch automatische Signaleinrichtungen gesichert. Mehr als 5 Millionen Euro wurden seit 1998 in die Infrastruktur der Bahnanlagen gesteckt. Die Baumaßnahmen begannen mit einem Paukenschlag. Im Januar 1999 wurde die alte Betonbrücke über dem Finow-Kanal gesprengt. Damit begann die umfassende Modernisierung der fast 100 Jahre alten Strecke. Die aufwendigste Sanierungsmaßnahme zur Wiederbelebung der Heidekrautbahn war nach nur wenigen Sekunden beendet. Die Sprengung von Brandenburgs ältester Betonstahlbrücke. 360 Kilo Sprengstoff waren nötig, um den Koloss zum Einsturz zu bringen. Allein die Beseitigung der Trümmer dauert noch mindestens eine Woche.
Wir hoffen darauf, dass die Berliner Wochenendurlauber zu uns kommen, dass wir die Bahn aber auch nutzen können, um die Pendler aus unserem Landkreis nach Berlin zu bedienen. Und für uns ist ja das Projekt Heidekrautbahn nicht nur die Bahn an sich, sondern wir wollen die touristischen Punkte hier vernetzen miteinander, um daraus wirklich Angebote zu entwickeln, um attraktiver zu werden. Attraktiv ist sie immer, die Brandenburger Landschaft, ob mit neuen oder alten Brücken, zu jeder Jahreszeit. Parallel zur Heidekrautbahnstrecke verläuft die B109 entlang des Lotschesees. Seit mehr als 70 Jahren gibt es den gleichnamigen Haltepunkt der Heidekrautbahn. Zwei Gaststätten, ein Café und einen Campingplatz, mehr findet man hier nicht. Aber der Haltepunkt ist das ganze Jahr über ein Geheimtipp für Wanderungen und Radtouren in die wald- und wasserreiche Umgebung. Moderne Technik ist schön und gut, aber der wahre Eisenbahnfreund schwört natürlich auf Dampf. Dampf aus allen Rohren. Die Berliner Eisenbahnfreunde wissen um diese Sehnsucht. Und deshalb führt der Verein seit 1996 an jedem ersten Sonntag im Monat zwischen Himmelfahrt und Tag der Deutschen Einheit Dampfzugfahrten auf der Heidekrautbahn durch. Der Dampfzug aus den 20er Jahren befährt die historische Strecke über Schildow, Mühlenbeck, Schönwalde nach Barsdorf. Im April 2004 bleibt die Dampflok jedoch im Schuppen und mehrere Vereinsmitglieder verbringen jede freie Minute mit ihr.